Ja, herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Ich bin heute in der Freiwilligen Feuerwehr. Bei mir nebenan, Neustadt am Rübenberge, in der Ortswehr Helsdorf. So, Helsdorf haben bestimmt schon manche gehört, weil, na klar, einer aus meiner Crew, ne, aus meinem Feuerwilli-Team, kommt nämlich aus Helsdorf. Und die hatten heute Dienst und ich habe gesagt, seid ihr noch da? Ja? Moment, ich komme gleich mal kurz vorbei, bringe die Kamera mit. Er so, okay. So, jetzt sind wir jetzt hier und von wem rede ich? Natürlich von Marvin. Moin. Ihr kennt ihn ja, ne? Aus meiner Feuerwilli-Crew. Yeah. Okay. Das Schöne ist, ich finde, Helsdorf hat ein ganz besonderes TSFW. Darum geht es hier heute. Und genau. Marvin, du führst uns mal so ein bisschen rum, weil so richtig kenne ich das Auto von euch ja noch nicht. Nee, hätte mich jetzt auch gewundert. Nee, alles klar. Okay, los geht's. Mann, ist das ein Auto hier. So, Marvin. Ja. Wollen wir mal vorne mal aufmachen, eure Hütte? Genau. Ja, wir können einfach mal reingucken. Ja, oh, André, guckst du? Knopf drücken. Knopf drücken. Knopf drücken. Alles kann er anscheinend nicht, der Feuerwehr. Bei ja, weit genau. Nicht. Hier haben wir einmal unseren Fahrerplatz. Dann nee, das ist der Beifahrerplatz. Ja. Klassischer Fehler. Fahrerplatz ist auf der anderen Seite. Oh, mit Navi sogar. Junge, Hightech. Okay, ich drücke hier mal den Knopf. Ja, und dann geht die Tür auf. Ah. Okay, Mannschaftsraum. Von einem TSFW, TSF ist egal, ist die Besatzung ja eine Staffel. Ja, das, genau. Wie viele Leute sind das ungefähr insgesamt? Eine Staffel? Ja. Das sind genau sechs. Genau sechs. Nicht ungefähr mehr, genau weniger. Sechs. 1,5, ne? Ein Staffelführer und 5 fleißige Helferchen. Ne? Und die haben ja easy Platz. Wart. Okay, habt ihr denn hier unter den Sitzen? Ist das auch so? Hier unten sehe ich ja gerade voll. Also mein, ist mal witzig, was ich mal so sehe, so kleine Details. Ne? Ich gucke jetzt gerade so Feuerwehrachs. Ne? Unter jedem Platz ist hier ein Leimbeutel und so weiter. Ne? Die Masken, also die Koller und so. Aber auf beiden Seiten noch. Die Seiten sind synchron aufgebaut. Das heißt, jeder hat dann ein Funkgerät und eine Lampe. Die teste ich übrigens jetzt auch gerade, habe ich zu Hause. Ja. Da könnt ihr euch auch schon mal freuen, da gibt es bald das nächste Filmchen. Weil der Wunsch kam. Das nur nebenbei, schon wollte ich nie unterbrechen. Nee, alles gut. Aber okay, ihr könnt euch ja während der Fahrt ausrüsten, ne? Ja, genau. Zwei Leute können sich während der Fahrt schon die PA-Geräte anlegen. Super, okay, gucken wir mal jetzt. Kommen wir mal zum Eigentlichen jetzt, ne? Ja, genau. Ja, hier haben wir erstmal unseren Lichtmast, den man pneumatisch ausfahren kann. Kann man dann auch noch drehen. Alle Richtungen, wie man es braucht. Dann kommen wir hier zum nächsten Fach. Da haben wir einmal unsere Keile und Hartholzbretter. Wie man hier sehen kann, wenn wir irgendwas unterfüttern wollen oder genau. Mal was abschützen müssen ein bisschen. Super. Was ich gerade sehe, so entschuldige, aber sehr schön beschriftet alles. Ja. Ich persönlich habe es noch nie in Rot gesehen drunter, finde ich auch gut. Irgendwie, also die Schilder fallen dann. Das ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, ne? Aber die Schilder fallen dann schon irgendwie besser auf, finde ich. Ne? Ja. So hier, zack. Ansonsten, was haben wir hier noch? Wir haben natürlich einmal ganz klar Getränke für den Agitär. Oh, warte, hier. Unser Image, ne? Ja. Dann haben wir hier unten noch eine Auffangmulde, wenn wir irgendwas auffangen müssen. Mit einer Watthose einfach nochmal drin. Dann also, austretende Flüssigkeiten, Motoröl, Kraftstoffe, Betriebsstoffe oder sowas, ne? Werden hier mit aufgefangen gleich. Finde ich super. Ja. Dann haben wir hier unsere Tauchpumpe, falls wir mal einen Keller auspumpen müssen oder ähnliches. Alter. Dann haben wir hier Rauchschutz, Brillen und erstmal einfach. Was ist das hier? Das sind die Filtergeräte, ne? Nee, das sind, was ist das? Das sind. Also die Fluchthauben. Genau, das sind unsere Brandfluchthauben. Haben wir 3 Stück von. Also Fluchthauben hatte ich auch in einem anderen Video, das sind diese roten Dinger oder orangen Dinger, diese Einwegmasken, die man einer zu rettenden Person überzieht, Kohlenmonoxidfilter vorne, das den Siegel wegmacht und damit die halt keine Rauchgasvergiftung bekommen. Ja, ne? Zum Üben da, wenn du zeigen willst. Ja, hatte ich einen anderen schon, aber okay. Genau, dann haben wir noch einen Feuerlöscher. Das ist hier noch drin, haben wir das schon? Ah, nein. Das haben wir jetzt vergessen. Oh. Ja, ein bisschen aufgeregt heute, ist auch mein erstes Mal, dass ich so vor der Kamera stehe. Genau, hier haben wir noch Rundschlingen. Außer diese anderen Schmuddelfilme, ne? Jetzt halt aber. Was?
Ja, da bist du ja immer so nervös, ne? Ja. Ihr seht schon, ja, Kameradschaft, wir machen mal Spaß. Ja. Lasst euch nicht stören, guckt euch das Auto weiter an. Okay, Kettensägen, Motor, Kettensäge. Genau, das können wir auch einmal rausholen. Kann man das sehen? Was man so braucht, erstmal Keile, Kette, Säge. Also ich überlege, so Kettensägen-Film könnte ich auch mal separat nochmal machen. Wichtig ist hier, nur mal kurz gucken, was die Feuerwehr hat. Ich hoffe, ihr auch. Ist ringsherum Schnittschutz, ne? Nicht nur vorne, wie manche haben. Feuerwehr hat ringsherum Schnittschutz. Und alles schön zusammen, ne? Das finde ich auch richtig gut, weil dann vergisst man auch nicht im Einsatzfall, im Stress, sich irgendwie nochmal die Schnittschutzhose überzuziehen. Ne? Also man darf auch als Feuerwehrmann, ist man, auch wenn man so aussieht, dass man unzerstörbar ist, aber man braucht trotzdem Schutzkleidung für Kettensägen-Einsatz. Obwohl, wir haben das auch so im Feuerwehrhaus, haben wir ja noch einen Spind. Da hängt auch extra schon eine Hose drin. Das heißt, wenn wir die Meldung haben, jetzt Ast auf Straße oder sonstiges oder Baum auf Straße, dann zieht der sich gleich hier schon mal eine Schnittschutzhose an. Der erste schon. Und das ist sozusagen der zweite, falls noch einer im Gefahrenbereich mithelfen will oder so. Ne? Super. Okay, aber schön zusammen, finde ich gut. So, achso, und hier hinter haben wir vorher gar nicht gesehen. Kraftstoffe, ne? Genau. Öl, Kettenöl. Einmal, also was ich hier richtig schön finde, ist einmal die Qualität der Schubladen und sowas. Das habe ich ehrlich gesagt so noch nirgends bis jetzt richtig so wahrgenommen. Das kenne ich schon, dieses Patent. Mhm. Das finde ich hier super. Darf ich mal rausziehen? Ja. Also super leichtgängig. Ja, hier haben wir dann unseren Erste-Hilfe-Rucksack. Schön. Und hier haben wir noch hier ein Stromkabel. Stromkabel, genau. So, Saugschläuche hier oben. Hier ganz klassisch. Ja, so klassisch nicht, weil hier oben ist natürlich Unfallgefahr etwas höher, als wenn die unten sind. Das heißt, sowas, klar, arbeiten wir eh immer mit Helm, ne? Aber bitte die auch mal nicht eben mal schnell ohne Helm rausnehmen. Man weiß ja, wie es in der Praxis läuft. Und da gibt es auch diese anderen besseren Trageweisen. Weiß ich, tragt ihr die einzeln oder mal zu zweit ein paar? Einzeln. Ach so, okay. Na gut. Also ich finde, das ist schon eine Ansage, die Höhe, finde ich. Also das. Aber ja, ihr habt ja einen Tritt zur Not. Das ist ja immer das Problem bei kleinen Fahrzeugen. Wie kriege ich am besten alles unter? Nee, richtig. Aber wie gesagt, das ist für nicht allzu große Personen. Für mich ist das okay. Ja. Aber wenn jemand kleiner ist oder zierlicher, ne, so, dann ist das schon ein bisschen keine Kritikpunkt, aber ein Hinweis. Aber hier ist auch ein Tritt. Ne? Und hier kann man sich festhalten. Okay. So. Dann haben wir hier unseren Stromanschluss für unseren Lichtmast. Verkehrsleitkegel. Da oben haben wir noch Aufsetzer für die. Wir können auch blinken hier so schön. Dann haben wir hier einen CO2-Löscher. Das ist unser anderer Feuerlöscher, den wir dabei haben. Darf ich den mal rausziehen? Ja, darfst du. Oh. Also das finde ich zum Beispiel gut, die Höhe. Dann geht er noch weiter. Und auf der Seite. Ja, okay, wie man es halt so kennt. Ne? Schön. Ja, dahinter war jetzt noch Kabeltrommel, aber wie eine Kabeltrommel aussieht. Beleuchtungseinrichtung. Dann haben wir hier unsere Waldbrandkiste, die wir bei Waldbrand vorzüglich einsetzen. Also Waldbrand ist das Problem, man hat meist im Wald nicht viel Wasser zur Verfügung. Also man nimmt nicht D, weil man nicht viel Wasser eigentlich braucht. Man könnte eigentlich das am liebsten den ganzen Wald ertränken, wenn es geht. Aber man hat meistens nicht so viel Wasser vor Ort zur Verfügung, weil man von Tankfahrzeugen abhängig ist. Und deshalb versucht man möglichst effektiv mit kleinen Durchmessern zu arbeiten. Ne? Niedlichen Verteiler. Ist das süß? Auch süße Strahlrohre. Ja. Nee, aber tolle Ausrüstung, Mensch. Gefällt mir. Ja, hier haben wir eine Mittelschaumpistole. Schnellschaum. Mhm. Genau. Wie können wir das zum Beispiel hier an unseren 30 Meter Schnellangriff schnell ranmachen. Und dann können wir schon mal die erste Brandentstehung vielleicht. Dann haben wir hier unsere zwei Hohlstrahlrohre. Einmal ein kleineres, einmal ein größeres. Okay. Das sieht so 130, 235 oder was? 400. 400? 475. Wow. Ja. Okay. Und einmal 150. Ach, da steht's ja auch. Ja. 100 bis 475 und 20 bis 150. Ey, das finde ich auch gut. Das ist ja wieder fast so simpel, dass man drauf kommt. Ne? Ja. Einfach mal raufschreiben. Aber hier ist noch eins. Der Klassiker, 130. Ja. Ja, genau, hier ist der Klassiker 130er Strahlrohr. Okay. Halligentool sehe ich hier gerade. Genau, hier haben wir unser Halligentool. Im Paket gleich. Mit einer Axt dazu. Damit der Angriffssub nur einen
Griff hat, Stange und dann alles dabei hat. Also für alle, die meinen Hausschlüssel vergessen haben, eine Variante. B-Schläuche, ganz normal. 6 Stück. Dann haben wir hier ein C-Stützkrümmer und ein B-Stützkrümmer. Was denn? Selbst gebaut. Das habe ich ja. Ich glaube. Kann gut sein. Also seitdem ich in der Ortsfeuerwehr bin, gibt es das schon, deswegen weiß ich das nicht. Gibt es das schon 2 Jahre? Bin schon länger dabei. Was ist denn das hier Schönes? Oh, guck mal hier. Ey, 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 lass mal drin. Brauchen wir nicht extra rausreiben, aber ne? Junge, sag gut. Ja. Okay, weiter. Hier noch einen kleinen Bild. Ja, lass mal weiter gucken. Okay. So, ja. Oh, aber ja. Ich muss sagen, können wir die oberen Schubladen mal rausmachen? Also das, ja. Dieses oben, das ist so für mich so dieses, ich bin mal gespannt, wie weit. Ah, oh. Okay. Ich nehme es wieder zurück. Das ist geil. Da habe ich mit gerechnet, ne? Ne, damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Genau, hier haben wir Schaufel drin. Fellheber, ne? Also super Kettensägenausbildung, Ausrüstung. Ausbildung, ja, Ausbildung auch. Ja. Wenn es mal länger dauert, kleine Sitze. Ganz normal Trankentrage. Vorschlaghammer. Nochmal. Ja. Kleiner Radatsch, ich will mal kurz gucken, wie schwer das geht. Oh! Normalerweise machen wir das immer zu zweit. Ach so. Hier. Aber, also ganz ehrlich, da bin ich jetzt positiv überrascht. Mein Kritikpunkt an diesem Fahrzeug wäre die Höhe mancher Sachen. Mhm. Aber das ist wirklich leichtgängig. Ja, klar, das war jetzt ein bisschen Gewicht auch in der Schublade. Aber das geht echt verhältnismäßig gut. Da bin ich jetzt wirklich überrascht. Nee, die bleibt drin. Die bleibt drin? Das ist unsere. Ach so. Da ist, sind 10 B-Schläuche drin, an 20 Meter, die wir während der Fahrt dann ausziehen können. Pumpe. Genau. Alte Magirus. Alte Norm, in Anführungszeichen, nicht böse gemeint, aber ist halt noch eine TS88, das ist eine TS noch. Nach neuer Norm heißen die ja PFBN 10-1000, aber das ist eine, die 8 Bar und 800 Liter die Minute fördert. Das ist das Besondere beim TSFW, die Pumpe ist ja tragbar, aber ist trotzdem mit einem fest eingebauten Tank verbunden. Ne? Das ist so ein bisschen die Besonderheit eigentlich grundsätzlich von diesem Fahrzeug. Ne? Und man kann aber trotzdem klack, klack ab. Ja. Pumpe raus, ne? Also hier waren wir eben auch, also hier waren wir eben auch noch stehen geblieben, ne? Ja. Also hier sind die B-Schläuche alle verbunden, auch in Buchten. Das ja, genau. Heißt, die liegen da zusammen, wie im Schlauchtragekorb, 10 Stück. Also das heißt, lange Meter. Ihr könnt theoretisch hier festhalten, wir fahren mit dem Auto los und lange Wegstrecke. Genau. Das ist cool. Also ich finde das sehr aufgeräumt. Also hier sind zum Beispiel Übergangsstücke, Sammelstück, Verteiler. Also ich finde das schon raffiniert aufgeteilt. Ja. Also da hat mal einer Tetris gespielt, ne? Das passt alles ganz genau. Hier so ein bisschen kleines Werkzeug, Schlauchhalter. Ja, Standrohr. Standrohrschlüssel. Schaummitte, achso, drüben habt ihr den Schnellschaum gehabt, wo habt ihr noch? Ja. Den Zumischer und sowas? Das stand auch auf der anderen Seite. Ach, auf der anderen Seite, stimmt. Okay. Genau. Ja, hier ist einmal Schaummitte und dann haben wir hier noch unsere Ölbindemittel in so einen Kanister abgefüllt einmal. Okay, was habt ihr hier noch? Also für den Saugkorb sehe ich gerade. Atemschutzmasken. Genau, dann haben wir hier noch einen Trennschleifer. Einen großen, falls wir mal irgendein Tor öffnen müssen oder sonstiges. Das war übrigens das, was ich meinte. Nicht böse sein. Ich meine, klar, der schafft natürlich viel. Damit kann man auch einen LKW, glaube ich, zerlegen oder einen Trecker. Hat man ja auf dem Land auch mal. Aber da bin ich mehr so ein kleiner Akkufreund, eben mal schnell. Tipp, tipp, tipp. Okay, ihr könnt auch eine Bockleiter so bauen. Genau, wir können eine Bockleiter so bauen, lass uns sagen. Für die, die mein Video nicht verstanden haben, wie man eine Bockleiter selber baut, gibt es auch das zu kaufen. So, dann haben wir hier oben unsere Atemschutzüberwachungstafel. Und für die Atemschutzüberwachung noch ganz bei der alten Schule, sage ich mal. Alles noch Papier, so gut. Weniger. FED V7, ne, Atemschutz. Dahinter haben wir dann noch eine Forke und 2 Dunghaken. Dunghaken, okay. Ja. Die reißen den Boden auf. Genau. Ähnlich wie so ein Rechen. Okay. Ja, dann haben wir hier noch 4. Perfekte Höhe, ne? Ja. Zum Ausrüsten. Ja, hier haben wir noch unsere Schlauchtragekörbe. Einmal B, 4C. Okay, aber normal sind diese geschlossenen. Wenn man den auffüllt, muss man immer dazwischen greifen, ne? Ja. Da werde ich nämlich noch mal das Thema aufgreifen und noch mal ein paar Filmchen machen. Ja, genau, da haben wir
Schlauchbrücken, 3 Stück. Handschuhe gut griffbereit, das finde ich wichtig. Man, viel von Eigenschutz hängt davon ab, wie kompliziert es ist. Und wenn es hier hängt, großes Lob an euren Gerätewart, weil das ist eben mal schnell angezogen, vergisst man nicht. Ne? Gerade wenn man einen Verkehrsunfall hat und da ist ein bisschen, ihr wisst, wovon ich rede, dann ist es eben mal schnell übergezogen. Ne? Eigenschutz muss leicht sein. Was wir jetzt aber auch gemacht haben, also ein kleiner Trick vielleicht noch. Es gibt solche Ü-Eier, da kann man auch wunderbar 2 Handschuhe reintun und hat die dann immer ganz einfach, kriegt man bei sich. Und das ist halt das Schöne, wenn das so in der Tasche liegt, ist es geschützt. Und wenn da mal irgendwas Spitzes drin ist oder so, dann werden die nicht durchstochen oder ähnliches. Das ist vielleicht noch so ein kleiner Trick nebenbei. Gut, danke. Marvin, Alter. Ja, nicht umsonst in der Feuerwilli-Crew. Wir wurden richtig ausgebildet hier. Nee, aber schön. Guter Tipp. Ja. Tragetuch, okay, Auffanggurt. Was sind hier? Wolldecken, okay. Desinfektionsmittel, ein bisschen was zum Händewaschen halt. Okay. Ersatzlampen für unseren Lichtmast. Also hier so ein bisschen eure Hygiene-Ecke. Ja. Okay. Wichtig ist, wenn ihr noch mehr sehen wollt, aber wir haben ja schon sehr ausführlich. Marvin ist auch ziemlich fit, was das angeht. Ist ja auch, du bist ja auch, sonst machst du Elo, machst du mit, ne? Also. Ja, IOC. IOC. IOC heißt es bei uns. IOC. In Neustadt. Stimmt. Rauschnall. Du bist ja bei uns in der IOC. Genau. Das heißt, er ist bei uns der, in der Truppe der Funkspezies. Das heißt, wenn große Schadens lang sind, koordinieren die hier den Funk für auf Stadtebene, ne? Ja, noch in Ausbildung, ne? Ja, okay, aber. Ja, und dann bin ich ja noch stellvertretender Jugendwart. Das heißt, ich habe sowieso ein bisschen mehr mit der Feuerwehr noch zu tun, ne? Muss mich damit mehr beschäftigen und dann, Ja, wie gesagt, das war jetzt sehr ausführlich. Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, über dieses Fahrzeug, auch über die Feuerwehr, www.feuerwehr-helsdorf.de? Genau. Feuerwehr-helsdorf.de. Genau. Kannst es ja hier nochmal einblenden. Nee, da. Okay. Und da. Und da. So. Okay. Nee, also. Vielleicht noch kurz vorweg. Haben wir das schon gesagt? Vorweg, am Ende, okay. Mal zum Schluss. Ich weiß nicht, ob wir was gesagt haben. Aber wir haben bei diesem Fahrzeug noch 1000 Liter Wasser dabei. Ja, nicht außer Acht zu lassen. Genau, ja. Als wir hinter der Pumpe waren, bei der TS, ja, die Verbindung zum Tank, 1000 Liter, ne? Ja. Das heißt, 1000 Liter, damit dieser Wert mal so ein bisschen, was für euch greifbar ist, das ist 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter, ein Kubikmeter sind 1000 Liter Wasser. Und eine Pumpe, normal, Standard bei der Feuerwehr, haut diese 1000 Liter in einer Minute weg. Ja. Ne? Gut, eine Minute. Und man darf auch nicht vergessen, auch hier, wenn ihr so viel B-Schläuche oben in Buchten habt, glaube ich, wenn ihr diese 10 B voll mit Wasser habt, sind schon mal die ersten pro Schlauch ungefähr 80 Liter, glaube ich, sagt man. Ne? 88, ja gut, danke. sagen wir mal rund 100 bei 10 Schläuchen. Habt ihr die Schläuche voll, ist der Tank leer. Nur mal, damit ihr ein Gefühl kriegt. Ne? 1000 Liter hört sich erstmal viel an. Ja. Aber man kann auch schon den einen oder anderen kleinen Brand damit löschen oder mal PKW aus. Genau, und deshalb auch der Trend zu diesen D-Schläuchen, weil da braucht man nicht 88 Liter oder so für einen B-Schlauch zum Füllen, sondern halt nur, keine Ahnung, 10, 5. Sowas. Ne? Deshalb geht man auf die kleineren Schläuche. So, wir gucken uns noch ein bisschen mal eure Feuerwehr nochmal von draußen nochmal an, weil ich habe gesehen, ihr habt ja heute Kinderfeuerwehrdienst, ne? Genau, die kennzeichnen immer, wenn sie hier die Löschpiraten hier sind, gibt es die Kriegsfahne. Die Fahne wird gezeigt, die Löschpiraten sind da, ne? Hängt ein bisschen schief, aber naja. Oh, ist ein bisschen windig. Vorführeffekt. Marvin. Ja. André, bist du zufrieden? Schöne Sache. Wie gesagt, hier haben wir noch einen MTW. Anhänger haben wir noch. Anhänger, wollen wir den nochmal zeigen? Können wir machen. Wisst ihr was? Jetzt kriegt er hier gleich noch ein Bonusmaterial. Wir machen jetzt gleich nochmal den Anhänger für euch noch hinterher, weil das müsst ihr auch mal gesehen haben. Weil das, den kenne ich, der ist gut. Alles klar? Gucken wir uns nochmal an. Das ist deren Einsatzanhänger, denn den hängen sie hinter dem MTW. Genau. Also ich muss mal sagen, guck mal hier rein, was mir sofort auffällt, diese ganzen Anschläge, Halterungen, da hat mal einer richtig Herzblut reingesteckt. Ne? Ja. Ich will keinen Namen sagen, aber ich sage Uwe, das war eine glatte 1. und ihr habt so diese Kisten. Genau, wir haben diese Kisten. Vorteil ist von diesen Kistenpatent, ne? Dass natürlich dieses Verzoren der Last, also das, hier fliegt nichts rum, ne? Ist alles durch diese Kisten gesichert. Wow. Man muss nur einmal die Kisten festmachen, braucht nicht jeden Gurt sichern, ne? Ja, hier haben wir dann noch halt, Boah, mal hoch. Boah, guck da mal rein.
noch mehr? Diverse Schäkel, ja. Junge. Greifzug noch. Und die hat man den ganzen Zubehör dann für den Greifzug und so gebrauchen können. Ey, super, sehr. Ja, genau. Also das Besondere, ganz kurz, Entschuldigung, wir haben hier nebenan ein Kasernengelände. Die Kaserne in Luttmersen, wer die vielleicht kennt. Und da gibt es halt immer Tiefenbrunnen. Das heißt, man braucht, wenn man Wasser auf einem Truppenübungsplatz braucht, muss man mit einer Pumpe einen dort befindlichen Stromkasten oder Verteilerkasten unter Strom setzen. Genau. Dann läuft unten eine Pumpe in der ganz tief und fördert Wasser hoch. Ne? Das sind, glaube ich, 16 Meter Tiefe ungefähr. 16 Meter, genau. Und das schafft ja so eine normale TS nicht mehr. Das schafft gar keiner mehr. Ja. Unter über 9 Meter können wir eh nie saugen. Ne, man schafft es nicht, so viel Luft rauszuziehen, dass man über 9 Meter geodätische Saugtiefe geht. Und deshalb ist eine Pumpe unten im Wasser, die sozusagen das Wasser hochdrückt. Ne? Ja. Die braucht halt nur Strom. Also ihr habt da so, was habt ihr noch drauf? Scheinwerferzeug. Ja, Scheinwerfer und sowas. Wir bauen das nicht auseinander, aber nur, es ist, ach, Ölbindemittel in Kanisterform. Nochmal ein Schaummittel. Ja, haben wir nochmal zum Netzmittel machen, 2 Kanister. Dann haben wir hier noch einen Scheinwerfer drauf, den können wir noch hochklappen, damit wir uns hier erstmal selber ein bisschen Licht machen können. Dass man sieht im Dunkeln, was haben wir wo auf dem Anhänger. Super. Ja, was haben wir ansonsten noch? Sprit fürs Aggregat, noch eine Seilwinde. Also noch ein Aggregat, noch Sprit. Da ist noch Kabel, Adapter. Hier so ein Stativ. Ja. Hier ist eine Seilwinde. Also ein Drahtseil eigentlich. Hier haben wir noch einen Düngerstreuer, den wir umfunktioniert haben. Falls wir mal etwas ein bisschen mehr Ölbindemittel verteilen müssen. Oh, das ist eine gute Idee. Ölbindemittel. So ein Streuwagen, ne? Ja. Düngerstreuer. Hier haben wir auch noch eine Kiste, da haben wir diverse Schläuche drin und Strahlrohre. Das heißt, wir könnten theoretisch damit auch einen kleinen eigenen Löschangriff fahren. 2 B-Schläuche, C-Schläuche, 16 D-Schläuche. Ja. Arbeitsleinen, Kupplungsschlüssel, also alles hier drin, ne? Ja, man merkt, die Leute bei uns stehen ziemlich auf D-Schläuche. Ne, ist so gut. Also damit ihr nur wisst, das geht also auch, ne? Wenn man ein bisschen Platzproblem hat, nicht die Fahrzeuge überladen, bitte. Lagert es aus, ne? Wenn ihr sozusagen das Auto zu voll wird oder nicht alles raufgeht, was ihr meint, was man braucht, was man unbedingt braucht. Das hat ja auch alles seine Daseinsberechtigung und ist ja eigentlich, meistens steht sowas nach Einsätzen, dass man merkt, man hat das gebraucht, man hat das gebraucht, man braucht noch mehr Schläuche. Man hat viel zu lange Strecken, man braucht Ölbindemittel, greifbar und so weiter, ne? Oder sowas. Also ich habe den Anhänger auch hin und wieder schon mal einen Einsatz gesehen. Also deshalb super. Ja. Marvin, schönen Dank. Ja. Ich sag mehr von der Feuerwehr im Internet. Genau, da steht ja nochmal genau drin auf der Seite, was wir wo haben im Fahrzeug und so, wenn ihr noch mehr wissen wollt. Genau. Ja. Wo wollen wir es jetzt einblenden? Such dir was aus. Hier machen wir die Hände so. Guck mal, wir machen jetzt hier mal www.de. Alles klar? Gut. Bis denn. Macht's gut. Marvin und Willi verabschieden sich. Bis denn. Okay. Tschüss.